Sehen Sie? Sie kriegen den Dreh langsam raus. Es gibt noch zwei Brunnen, bei denen wir aufräumen müssen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Wäre mir ein paar Kronkorken wert. Okay, für die Kronkorken mache ich alles. Sollte nur ein paar Minuten dauern. Insbesondere, weil wir zu zweit sind. Kommen Sie mit. Wir haben auch Patronen bekommen. Sehr gut. Lohnt sich sogar, die mitzunehmen. Beziehungsweise mit ihr mitzukommen. Außerdem Kronkorken, wie gesagt. Mist, ich kam da nicht hoch. Jetzt reicht's. Na los. Der Hund macht gar nichts. Der ist voll doof. Ja, und nu? Ah, da hinten geht's lang. Ich gehe gleich die Geckos plündern. Wir nehmen alles mit. Also auf meinem Radar, so nenne ich es mal, unten, sehen wir noch nichts. Jetzt sag mir nicht, dass da... Nee, das ist ein Strommast. Das ist nicht der letzte Brunnen. Da ist der letzte Brunnen. Jetzt reicht's. Na los! Da ist noch eine Tussi. Lass mich raten. Die wurde überrascht. Was hast du denn? Bist du mit dem Knöchel umgeknickt? Ach du lieber Gott. Wenn sie nicht vorbeigekommen wären, dann wäre ich jetzt sicher tot. Ich kam her, um Wasser zu holen. Aber bitte sehr. Sie sollten alles, was ich habe, kriegen. Sie sehen durstig aus. Ja, wir haben einen Ruf bekommen. Sie haben sich bei einer Gruppe von Menschen im Ödland, den Good Springlern, sagt man das so? Good Springlern? Good Springs lernen. So, das ist, glaube ich, besser. Im Ödland einen Ruf erarbeitet. Unabhängig davon, ob dieser Ruf gut oder schlecht ist, sind sie jetzt endlich wer und die Menschen, die zu dieser Gruppe gehören, werden auf das reagieren, was sie bislang getan haben. Es gibt viele Fraktionen im Ödland und sie können sich bei jeder einen eigenen Ruf verdienen. Wenn sie etwas tun, das der Gruppe hilft, erhalten sie Ruhm. Wenn sie etwas tun, das der Gruppe schadet, erhalten sie Verrufenheit. Ihr Ruf bei einer Gruppe bestimmt sich aus der Summe von Ruhm und Verrufenheit, die sie sich verdient haben. Die Vorzüge und Nachteile eines Rufs hängen von der jeweiligen Gruppe ab. Sie erhalten Nachlässe bei Händlern, werden ohne Vorwarnung von angeheuerten Schlägern angegriffen oder einfach grundlegend anders behandelt. Auch wenn sie mit einem neutralen Ruf bei einer Fraktion beginnen, wird er sich irgendwann durch Ruhm und Verrufenheit in andere Richtung verschieben. Ihren aktuellen Ruf finden sie im allgemeinen Pip-Boy des Bildschirms. Was? Allgemein Bildschirm des Pip-Boys. So. Ja, hier die Erklärung zum Ruf, aber die muss ich jetzt nicht durchgehen, denke ich. So, schließen. Akzeptiert in Good Springs. Ja, ich finde es merkwürdig, dass die alte Wasser holen geht. Also, es wäre mir ganz ehrlich gewesen, ganz ehrlich egal gewesen, wenn die gestorben wäre, weil ich will es euch zeigen. Wir gehen auf die Weltkarte. So, hier ist dein Brunnen. Da ist dein Brunnen. Hier ist dein Brunnen. Da ist Good Springs. Es ist eine Good Springs Siedlerin. Und sie geht natürlich zu diesem Brunnen hier, obwohl an dem Brunnen Geckos sind. Keine Fragen. Sunny Smiles. Das war richtig gute Arbeit. Am Ende wurde es sogar aufregend. Naja. Hier, ein wenig Taschengeld für Ihre Mühen. Eins will ich Ihnen noch zeigen. Dachte mir, dass es vielleicht gut wäre, Ihnen zu zeigen, wie man sich selbst versorgt und nützliche Dinge herstellt. Interessiert? Ja, machen wir. Dann haben wir es durch. In Ordnung. Dann brauchen wir ein paar Zutaten, um loszulegen. Wir brauchen etwas Xanderwurzel und eine Brockblume. Lassen Sie mich mal überlegen. Brockblumen habe ich beim Friedhof gesehen und Xanderwurzel gab es bei der Schule. Bringen Sie das zu mir und wir kochen los. So, dann wollen wir das mal machen. Allerdings werde ich halt per Schnellreise das Ganze erledigen. Weil wir müssen ja nicht so viel Zeit jetzt in die Laufwege investieren. Ich werde so viel es geht wie... Also so viel es geht Schnellreise benutzen, aber es auch nicht abusen. Was ist denn da hinten los? Ich hab's genau gesehen, was ihr da gemacht habt. Ihr versauten Viecher. Oh Mann. Da nimmt man wieder auf. Hallo. Und wird direkt Zeuge von Großhorn-Libido-Aktivitäten. Naja, wollen wir mal sehen, was in der Schule da hinten los ist. Ich sehe schon Gegner.
Was mag das sein? Keine Gottesanbeterin, oder? Oh, Gottesanbeterin. Wow. Ha! Das sah so gut aus. Zur nächsten. Da war noch einer. Und los! Schrecken Vorderbein. Ich weiß noch, dass die Eier von denen irgendwie wertvoll waren. Kurz vor der Schule. So, wollen wir mal die restlichen abschlachten. Hier gibt es natürlich noch welche innerhalb der Schule, die auch total stark sind. Oh, doch nicht. Machen wir mal Licht an. Zack. Wir haben ja ein schönes Pip-Boy-Licht. Das waren alle? Das waren alle. Mein Radar sagt, hier ist nichts mehr. Metallkiste, Blechdose brauchen wir nicht. Cherry-Bomb brauchen wir nicht. Hammer brauchen wir nicht. Ich sehe nichts mehr. Wir haben die noch gar nicht geplündert. Schreckenvorderbein, Schreckenvorderbein mal zwei, Schreckenvorderbein und Schreckenvorderbein und Schreckenei. So, hier haben wir einen Computer und ein Terminal. Beide leicht verschlossen. Ich glaube, wir kommen aber an beide nicht ran. Informatik Intim. Ein Magazin, mit dem wir kurzfristig unsere Wissenschaftswerte boosten können. Und Wissenschaft ist halt, um Computer zu hacken. Spielzeugauto. Das ist natürlich jetzt eine schwere Entscheidung, ob ich das mitnehme. Ich konnte widerstehen. Spielzeugauto war nicht sehr effektiv. Wunderkleber, Abraxoputzmittel. Nein. Ja, können wir den so benutzen? Nein, um dieses Terminal zu hacken, wird Wissenschaft auf 25 benötigt. Wir haben Wissenschaft auf Fertigkeiten. 19. Dann gehen wir doch hin. Ich wollte nicht noch mehr Tutorial-Zeug sehen, danke. Und benutzen Informatik in Team Wissenschaft plus 10. Knacken den blöden Computer. Schließen. Und sind dann dazu in der Lage, uns das Zeug zu holen. Habe ich gerade das Tutorial zum Hacken weggeklickt, ohne es vorzulesen. Der große Erklärbär legt wieder los. Also, so funktioniert das nicht in echt, möchte ich euch gleich darauf hinweisen. Aber wir können quasi den Computer hacken. Es gibt ein Passwort. Eins dieser Passwörter, hier seht ihr schon verschiedene Wörter, realize, revert, coasting, reached, related, und eins dieser Wörter ist halt das richtige Passwort. Wir könnten natürlich jetzt random durchklicken, welches das richtige ist, ist aber irgendwie uncool. Dann gibt es erstmal die Möglichkeit, wenn wir eins anklicken, sagen wir, wir würden Husband anklicken, dann würde der uns sagen, wie viele Buchstaben davon richtig sind. Daran können wir uns schon mal ein bisschen orientieren, welches Wort das noch sein könnte. Und wir können, wenn wir zwischen den Zeilen lesen und nach Klammern suchen, die sich zwischen den Wörtern schließen, wir finden da gleich schon eine, da, so eine zum Beispiel, wenn wir dort draufklicken, fällt eins der Wörter, die falsch sind, weg. Und dadurch wird das Ganze ein bisschen einfacher. So, wollen wir mal gucken, wo wir noch was finden. Zack, zack. Spätestens, wenn nur noch vier Wörter übrig sind, haben wir es eh geschafft. Okay, Coasting. 0 von 7 korrekt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob die Buchstaben an der richtigen Stelle sein müssen. Ich denke nicht. Ich probiere mal Husband. Nein, tue ich nicht, weil da wäre dann mindestens einer schon richtig, das S an der dritten Stelle. Robbers geht auch nicht wegen dem O. Selling geht auch nicht wegen dem N. Keine ING-Endung. Was ist das? Cowards, okay. Geht nicht wegen dem O. Testing. ING-Endung geht auch nicht. NN. Carried. Ich glaube, das kann es auch nicht sein, wegen dem C. Beziehungsweise, ich weiß es. Related. Sieht gut aus. Korrekt. Bitte warten, während das System startet.
Wollen wir mal gucken, was wir an dem Terminal hier so machen können. Softlock Solutions Inc. Ihre Sicherheit ist unsere Sicherheit. Willkommen, Benutzer. Schloss entriegeln. Ja, werden wir direkt belohnt dafür, dass wir ein bisschen am Computer rumgespielt haben. Eine Arzttasche. Damit können wir ein verkrüppeltes Körperteil wieder herstellen im Hardcore-Modus. Korken. Korken sind die Währung in diesem Spiel. Man zahlt nicht mehr mit Geld, sondern mit Korken in der Postapokalypse hier. Habe ich die nicht gerade eingesammelt? Nein, ich habe die Arzttasche eingesammelt. Das hat mich gerade ein wenig verwirrt gehabt. Mentats, Right Away, Stealth Boy. Mentats sind so wie dieses Wissenschaftsmagazin, nur dass es die Intelligenz boosten würde. Ein Stealth Boy ist ein kleines Gerät, womit Tarn, ich glaube, für kurze Zeit auf 100 gesetzt wird. Stimpaks können einen heilen, Super Stimpaks können einen super heilen. Vorkriegsgeld ist einfach nur ein guter Tauschgegenstand. Kann quasi auch wie Geld eingesetzt werden. Ja, ist ganz okay. So, raus hier. Wir müssen noch die komischen Wurzeln einsammeln. Oder gab es hier Brockblumen? Nein, ich glaube, hier gab es die Wurzeln irgendwo. Ich weiß aber nicht wo. Jalapenos. Was gibt es hier noch? Gar nichts. Hier müssen die Wurzeln irgendwo sein. Kann doch nicht sein. Wo sind die? Jetzt sag mir nicht, die wachsen im... Da. Xanderwurzel. Die wollte ich haben. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch einmal nach da hinten zu unserem ehemaligen Grab, aus dem wir auferstanden sind. Und ich will auf dem Weg dorthin mal die Briefkästen ein bisschen kontrollieren. Ich muss mal eben die Aufnahme pausieren. Was ist das? JM. Das Jungsmagazin. Überleben plus 10. So, gerade mal den Mund ein wenig angefeuchtet, damit das Reden wieder einfacher vom Mund geht. Da ist es wieder. Das Tumbleweed. Briefkasten leer. Nicht so toll. Ich meine, da waren... Ja, da sind auch noch Briefkästen, aber wir wollen erstmal hier gucken. Hier war doch gerade eben Briefkasten, da habe ich mich verguckt. Ich habe mich verguckt, da war kein Briefkasten. Dann gucken wir jetzt hier die Briefkästen. Ist auch kein Problem. Prügeln aktuell. Waffenlos plus 10. Man merkt schon, da sind viele Magazine drin. Und ich suche eigentlich nach einem Magazin. Ich weiß nicht, ob es random drin liegt, aber ich meine, irgendwo würde eins mit Reparieren drin liegen. Prügeln aktuell. Ja, irgendwie stehen die Leute in Good Springs alle auf Schlägereien.